Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Projekt von mir. Mit dabei ist der Lukas, der hat mich auf diese ganze tolle Idee gebracht. Moin. Es geht einfach darum, wir möchten gerne einen Dark Orbit P-Server spielen. Der nennt sich Andromeda, wie ihr seht. Den Link packe ich euch in die Beschreibung. Und ich werde ganz gerne mal eine Abstimmung machen und einfach mal sehen, ob ihr dann gerne davon Videos sehen möchtet oder nicht. Und der Link von der Abstimmung auch in der Beschreibung. So, und jetzt geht's los. Folgendes. Das ist ein relativ nicer Dark Orbit P-Server, der, sagen wir mal so, auf der 2010er-Version basiert, gerade wo der neue Client rausgekommen ist. Das heißt, es gibt noch alte Schiffe, neue Schiffe sozusagen. Na gut, Schiffe darf ich eigentlich nicht sagen, ne? Das sind ja eigentlich eher Designs. Fangen wir einfach mal an hier, was Konfiguration angeht. Man baut sich nicht wirklich eine Konfi, sondern man gradet nur ab. Deswegen sage ich auch, es gibt eigentlich nur Designs und keine Schiffe, denn jeder hat sozusagen das Gleiche. Nur, man muss halt hier upgraden. Hier unten ist halt so ist die Pilot Sheet. Hier braucht man Logfiles für und so weiter. Apis, Zeus und hier, ne, könnt ihr euch alles dann mal angucken. Die meisten werden sich dann denken, so, boah, ja, das ist aber teuer hier, Mensch, hier. 32k Uri für 10. Punkt und man kann 25 hier machen. Ey, Kerl, da muss ich ja richtig reinbanken. So, nee, müsste nicht. Die NPCs droppen relativ viel Geld. Genauso ist das mit dem Credits hier, die Iris ausgibt. Und, Clans gibt's, Shop gibt's, Booster unter anderem hier. Speed Booster, NPC Points, das sind die Rangpunkte, beziehungsweise die XP. Die kann man sich boosten lassen. Die kosten. Ach ne, die kann man gar nicht kaufen, ne? Die kriegt man nur gedroppt. Ja, die kriegt man durch Beuteboxen gedroppt. In den Beuteboxen sind unter anderem auch noch diese Drohnenteile drin, damit kann man halt Apis, Zeus und so weiter bauen. Ja. Zu den Schiffdesigns, es gibt viele, viele Schiffsdesigns. Hier die Vengeance, die Goliath-Schiffe, hier die ganzen Designs, Citadel, Spearhead und Aegis und die Basic-Schiffe sozusagen. Und wie gesagt, jeder hat ja halt dasselbe Schiff, deswegen sind das hier wirklich nur Designs und es steht nochmal oben drüber, dass diese Designs keinen Bonus und keine Nachteile haben. Ja, genau. Lukas, fällt dir noch was ein? Gerade nicht. Ich bin auch gerade im Falten. Oh, yo, 3 gegen 2, Alter. Ah, alles klar. Ja, relativ nicer Server auf jeden Fall. Gewichtung würde ich sagen, schon eher noch auf PvP, aber auch ein bisschen, wie normal, dass man sich halt hochspielen muss. Was Munition angeht, hat man hier unendlich, also könnt ihr auch nicht verbraten, wie ihr wollt. Das wäre auf jeden Fall nice, wenn wir da hier noch ein paar Leute auf dem Server drauf kriegen. Ich glaube, der Admin freut sich, wenn wir so ein bisschen Promo für den machen. Und wo bist du denn gerade übrigens? Ich bin gerade 1-1. Achso, 1-1. Bist du geplatzt oder was? Ja, war beim Tanken und dann kamen 3 Gegner. Ach so. Ja, wir können ja normale Kubis schießen. Die geben aber nix. Ja, was weiß ich, oder was kann man noch ballern? In Hittag schießen. Hittag, okay. Ah, die droppen diese Lotteriescheine, ne? Nee, das war Battle Ray. Ach, Battle Ray, okay. Ach, guck mal, ich habe gerade wieder einen Drohnenteil bekommen. Wie viel habe ich eigentlich schon? 18. Yo. Und ich brauche insgesamt 60 Stück für Apis und Zeus. 18? Ja, 18 Stück habe ich schon. Nice. Da ist er. Der Lukas. Jo. Und der Dark kommt direkt hinterher. Ja, der war auch im Kubi dabei. Das ist auf der nächsten Map, okay. Ja.
Warte auf mir. Ja, bei dem Battle Race ist es eigentlich safe, dass die diese Dinger droppen, oder ist das auch... Ja, der droppt halt Parler und du kannst sie mit 100 Parler und Ah, ja, stimmt, mit 100 Palladium und so viel Uhr 100 kannst du... Dogfights, genau. Warte, Vorsicht. Sag doch was, Mensch. Wir mussten jetzt tanken, der Bulli hier hatte. Spasti. Jetzt kannst du mitschießen. Ah, nee, doch nicht. Dann soll der nicht tanken, wenn der es eh nicht kann. Aufregt. Warte, ich tank jetzt. Jetzt hat er den wieder. Warte, ja, ich hab ihn. Kannst mitschießen. Kannst auch gleich die Cargo haben, wenn du willst. Ist da was Besonderes drin? Viele Ressourcen. Achso, ja gut. Resis Nemigimon. Ressourcen kann man nur übrigens unendlich drauf. Ey, das ist nicht dein Ey, Ernst, was hat sind der das schon denn wieder. für Wichser, Alter? Oh mein Gott. Da kannst du nichts schießen, Mann. Ich verpiss mich. Ich kill die jetzt, bevor die mich wieder noch einmal killen, Alter. Tja. Jetzt. Gut. Im letzten Moment, ey. Schade. Ja, ich würde sagen, das wäre es eigentlich schon alles. Also, wie gesagt, wenn ihr euch, wenn ihr abstimmen wollt, einfach mal unten in der Beschreibung gucken. Da ist die Abstimmung drin. Und auch der Link zu diesem Server könnt ihr euch einfach registrieren. Dann müsst ihr einfach nur bitte eine echte E-Mail haben oder irgendwie, weil ihr müsst nämlich, wenn ihr euch anmeldet, die E-Mail verifizieren, beziehungsweise, warte, ich bin jetzt fast von einem Scheiß am Morgen geplatzt. Beziehungsweise müsst ihr einen Code auf die Seite eingeben, den ihr dann per E-Mail zugeschickt bekommt. Und ja. Sucht euch übrigens auch den Ingame-Namen sorgfältig aus, denn das Umbenennen kostet Geld. Warum auch immer, finde ich Kann's irgendwie auch, was. man kann es aber auch ohne Geld sich umbenennen, nur das kriegt man dann halt von dieser Lotterie. Wo wieder drei Gegner, alles klar. Ach so, so ein Umbenenn-Ticket oder was? Ja, halt diese Tokens. Ach so, Die kann okay. man in der Lotterie halt auch Ja. sagen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.